Wir sind heute nicht in irgendeinem Vollintegrierten, sondern wir sind im Integra von Euramobil, der Luxusbaureihe. Mein Name ist Lisa Sprenger von Mimobile und in diesem Video stellen wir Ihnen den Integra 760 vor, den es in zwei Varianten gibt. Im vorderen Bereich immer gleich mit Face-to-Face-Sitzgruppe, schöner Küche, viel Platz und einem tollen Raumbad. Im hinteren Bereich unterscheiden sich die beiden Varianten. Den gibt es nämlich entweder als 760EF, das E steht dann für Einzelbetten, das F für Face-to-Face, oder eben als 760QF, da steht das Q für Queensbett und das F wieder für Face-to-Face in der Front. Die Fahrzeuge sind beide gleich lang, in beiden Bettvarianten jeweils 7,89 Meter und man kann sie sowohl als Einachser als auch als Zwillingsachser bestellen. Ja, wir fangen gleich mal mit der Face-to-Face-Sitzgruppe hier vorne an. Face-to-Face bedeutet einfach zwei Längsbänke, die sich gegenüberliegen und das ist immer eine Sitzgruppe, die richtig schön viel Platz bietet. Wir haben hier auch einen richtig schön großen Tisch und damit man da vernünftig vom Fahrerhaus auch in den Wohnbereich laufen kann, kann man den so zusammenklappen und dann schiebt man dieses Ablageteil hier rein. Der Tischfuß ist absichtlich nicht mittig, sondern leicht zur Seite, dass man hier eben genug Platz hat zum Vorbeilaufen. Ja, nicht nur in der Face-to-Face-Sitzgruppe sitzt man gut, sondern auch hier vorne auf den Fahrerhaus sitzen. Und das ist im Vollintegrierten natürlich nochmal schöner, weil man einen richtigen Aussichtspalast um sich rum hat. Neben der wunderschönen Aussicht und dem vielen Licht, was da reinkommt, hat der Vollintegrierte noch viele andere Vorteile. Man nennt ihn ja auch die Königsklasse unter den Wohnmobilen. Ganz wichtiges Argument ist, dass wir gut isoliert sind und zwar bis vorne zur Windschutzscheibe, weil wir eben nicht das normale Standardfahrerhaus haben, sondern wir haben GFK-Wand, dieses Material hier, bis komplett vorne hin und GFK isoliert eben gut. Und außerdem kann man beim Vollintegrierten auch noch die Seitenscheiben doppelt verglasen, was eben beim normalen teilintegrierten Fahrerhaus nicht geht. Ja, wenn man an den Seiten gut isoliert, muss man natürlich auch vorne isolieren. Wir haben jetzt das Frontplissé runtergefahren. Das ist jetzt in der sogenannten Privacy-Stellung. Heißt, man kriegt oben noch Licht, kann selber noch rausschauen, aber kein anderer kann einem reingucken. Und man kann es natürlich auch komplett schließen. Dann haben wir ein schönes Isolationsluftpolster zwischen Plissé und Frontscheibe, was eben dafür sorgt, dass es schön warm bleibt. Dieses Plissé kann man sowohl vorne vom Fahrerhaus bedienen, das hat auch die Funktion der Sonnenblende für während der Fahrt oder auch eben vom Schalter über der Tür. Neben der guten Wintertauglichkeit und der schönen Aussicht hier vorne ist ein weiteres Argument für den Vollintegrierten, dass man mehr Platz hat hier vorne. Das Auto ist vorne einfach ein Ticken breiter, schnürt nicht ein und dadurch haben wir eben gerade hier an der Seite einfach noch Staufächer und auch mehr Armfreiheit. Dritter Vorteil vom Vollintegrierten ist, dass wir ein Hubbett unterkriegen und zwar hier überm Fahrerhaus, was wir gleich auch noch runterfahren und wenn das runtergefahren ist, bleibt die Sitzgruppe eben frei. Das Hubbett fährt elektrisch runter, ist übrigens serienmäßig beim Integra. Das ist einer der Punkte, wo sich eben die Luxusbaureihe vom Integra unterscheidet, vom Integra Line. Wenn das Bett unten ist, kommt man einfach ganz komfortabel über die Sitzbank hoch, keine Leiter, das ist kein großer Abstand, den man da überbrücken muss und dann macht man hier das Gummi einfach auf. Das ist dafür da, dass der Stoff nicht in die Mechanik an der Seite kommt. Das Bett hier oben ist richtig schön groß, 1,50 Meter breit und 1,93 Meter lang und man kann theoretisch die Füße auch ein bisschen drüber strecken. Man schläft auch sehr komfortabel, weil wir drunter immer richtigen Lattenrost haben und falls Kinder drinnen schlafen, gibt es auch noch ein Rausfallnetz, was einfach links und rechts eingehakt wird. Wir haben da oben hinten noch eine Schwanenhalslampe, die man in alle möglichen Richtungen verstellen kann zum Lesen und da ist auch eine USB-Steckdose dran, heißt man kann direkt am Bett das Handy laden. Schöne Stautaschen und eben auch einfach ganz schön, dass wir da mit einem Holzelement eingeblendet haben, dann ist nicht alles so zeltartig vom Stoff. Auch wichtig zum Schlafen ist, dass wir genug Frischluft haben und wir haben eben hier ein Heki zum Öffnen und auch gleich hier hinten das richtig schön große.
Wenn Sie es Hubbett abbestellen, aber trotzdem ein drittes und viertes Gästebett möchten, dann kann man diesen Tisch hier als Umbautisch bestellen. Den kann man dann absenken, ein Polster auflegen, dann wird es hier nochmal ein Doppelbett. Der dritte und vierte Gurtplatz verstecken sich hier unter den seitlichen Sitzbänken. Das haben wir schon mal an einem anderen Fahrzeug gefilmt mit gleicher Sitzgruppe. Also nicht wundern, wenn jetzt gleich das Polster und das Holz anders ausschaut. Der Umbaumechanismus ist exakt der gleiche. Die Face-to-Face-Sitzgruppe ist im Stand super geräumig. Während der Fahrt, wenn man zu dritt oder viert fährt, muss man umbauen, damit man auf den dritten und vierten Gurtplatz kommt, weil man eben nicht quer zur Fahrtrichtung fahren darf, sondern nur in oder gegen Fahrtrichtung. Ich zeige das einmal kurz. Das geht wirklich super schnell, unter einer Minute, wenn man weiß, wie es geht. Polster muss man wegmachen, die schmeißt man dann einfach hinten aufs Bett. Die zwei großen Polster hier brauchen wir gleich wieder für den Sitz. Auch hier sieht man wieder, dass eurer schön die Polster unten mit Holzkasten umrandet, damit die eben da drauf nicht rutschen. Also während der Fahrt rutscht man da nicht permanent auf seinem Polster nach vorne oder auch im Stand. Hier drunter versteckt sich der Gurtplatz. Einmal nach oben klappen, dann dieses Brett hier vorne kommt da rein. Darunter sitzt jetzt die Heizung. Bei dem Fahrzeug serienmäßig haben wir eine alte Warmwasserheizung, das ist auch was Besonderes. Und dann kommt das Polster hier drauf und das Rückenpolster dahin. Es gibt noch eine Rolle, die kommt hier rein, die ist jetzt gerade im Messefahrzeug nicht dabei. Der Platz ist super schön tief und breit, also da kann man wirklich auch auf langen Fahrten bequem fahren. Besonders ist, dass wir hier zwei Isofix-Plätze haben. Ja, beim Integra, der Luxusbaureihe von Eura, steckt einfach ein bisschen mehr Detailliebe in allen möglichen Ecken und Enden am Fahrzeug. Wir haben zum Beispiel hier unter den normalen Schränken immer noch mal offene Ablagen mit Rüttelkante. Unheimlich praktisch, da schmeißt man die Taschentuchpackung rein, das Handy und kann nicht rausfallen während der Fahrt. Und wir haben auch ganz schöne Schwanenhalslampen, die man da eben in alle möglichen Richtungen verstellen kann. Die funktionieren einfach über Touch und haben hinten immer eine USB-Steckdose noch mit dabei. Ein weiteres schönes Element beim Integra ist, dass wir zwei Decken haben, einmal die obere und die untere, und da kommt eben ein wunderschönes indirektes Lichtelement zwischen rein, macht es hier drin richtig schön kuschelig und gemütlich. Und dass es so kuschelig und gemütlich ist, da trägt auch ganz wesentlich die gepolsterte Decke dazu bei. Normalerweise, also wir haben natürlich ein GFK-Dach, GFK ist aber kaltes Weiß, wäre ungemütlich, deswegen ist es hier mit einem speziellen Venur-Floor gepolstert, der es nicht nur kuschelig macht, sondern auch Funktionen hat. Zum einen reguliert er das Raumklima, also wenn es hier drinnen schwitzige, feuchte Luft ist, diffundiert es da rein, reduziert einfach Schwitzwasser an den Scheiben, sorgt für ein gutes Raumklima, und weiterer Vorteil ist, dämmt eben gegen Schall und auch gegen Wärme. Ein Qualitätsmerkmal von Eura durch alle Baureihen weg ist ein richtig robuster Möbelbau. Und zwar sieht man das zum Beispiel hier, wir haben hier wirklich drei überdimensionierte Scharniere, Alu-Rüttelkanten, Softlippen, ich kann den ganzen Schrank zuknallen lassen, da klappert nichts während der Fahrt. Ich habe hier einen richtigen Griff in der Hand, das ist richtig massiv, und die Ambientebeleuchtung leuchtet eben auch in den Schrank rein, sorgt also auch dafür, dass ich da drin immer alles sehe, was sich da so versteckt. In der Küche haben wir serienmäßig beim Integra eine Dunstabzugshaube. Oben drüber einfach nochmal Stauraum. Die Dunstabzugshaube nimmt ein bisschen Stauraum weg, aber ich würde sagen, in dem Fahrzeug haben wir mehr als genug Stauraum in der Küche. Unter anderem auch noch hier. Und dann natürlich auch eine richtig schöne Arbeitsfläche hier. Das ist Mineralstoff, die fühlt sich richtig schön samtig weich an. Man hat hier gut Arbeitsfläche und kann fürs Spülbecken, das dann einfach rüberklappen, zieht es hier ganz schick hoch und schwenkt den rüber, dann bleibt er auch oben stehen. Und wenn man abgespült hat, das Nasse stellt man einfach hier ab und dann kann das Wasser wieder da reinfließen. Diese ganze Küchenplatte ist aus einem Guss, also wirklich sehr hochwertig. Unter der Küche haben wir natürlich auch noch Stauraum. Hier eine richtig schön große Schublade. Auch hier leuchtet die Ambientebeleuchtung einfach wieder schön in die Schublade rein. Also ist sowohl schön als auch praktisch. Hier unten haben wir keine Schublade, weil da ragt der Gaskasten noch ein bisschen mit rein. Aber oben drüber sitzt dann hier die Schublade und hier oben Besteck.
Ja, im Integra 760 haben wir wirklich eine Komfortküche vom Feinsten. Wir haben nämlich auch serienmäßig einen Backofen hier oben eingebaut und drunter kommt ein riesengroßer Kühlschrank, der getrennte Türen für Gefrier- und Kühlfach hat und dessen Türen kann man auch von beiden Seiten aufmachen, sowohl hier als auch von hier, wenn man sich aus der Dusche das Duschbier holen will. Und hier oben Gefrierfach. An der Seitenwand vom Kühlschrank ist auch der Platz für den Fernseher. 32 Zoll passen dahin, wird senkrecht verstaut und wenn man dann gucken will, zieht man den einfach über den Mechanismus hier raus und kann aus der Face-to-Face-Sitzgruppe herrlich komfortabel fernsehen. Über dem Fernseher haben wir noch so ein schönes Ausziehschränkchen, wunderbar für Gewürzchen oder was auch immer. Also beim Integra ist wirklich jede Ecke richtig genutzt. Das geht auch noch da unten weiter. Wir haben hier wirklich noch ein kleines Fächchen für Hausschuhe und auch hier einfach wieder mit richtig viel Detail gelöst, dass das eben schön hell abgesetzt ist, dass der Griff hinten beleuchtet ist. Ja, richtig viel Platz im Eingangsbereich bietet die Face-to-Face-Sitzgruppe. Hier kann man ohne Probleme aneinander vorbeilaufen. Da kann eine Person in der Küche stehen, andere können in der Sitzgruppe sitzen. Da kann auch noch ein Hund liegen. Ist ein sehr beliebter Grundriss bei Hundebesitzern. Das ist einfach dadurch, dass wir nicht dieses Eck der Gruppe haben, die raussteht und dass wir eine Flowline-Küche haben, die eben andersrum geschwungen ist, haben wir hier richtig schön viel Platz im Eingangsbereich. In dem Ausstellungsfahrzeug hier haben wir jetzt eine Klimaanlage eingebaut. Die ist Sonderausstattung, kann man sich direkt ab Werk dazu bestellen, funktioniert immer über Außenstromanschluss. Die serienmäßig wäre an der Stelle eigentlich ein elektrischer Dachlüfter eingebaut. Der funktioniert auch autark, wenn man nicht von außen am Strom angeschlossen ist. Und der hat eben ein Fenster drüber, kann man öffnen und dann kann der sowohl die Luft von außen nach innen als auch von innen nach außen ziehen. Ja, beim Integra wird wirklich sehr viel Wert auf ansprechende Optik gelegt. Wir haben hier im Türbereich extra den Rahmen der Fliegenschutztür überblendet mit eben diesen schönen hellen cremefarbenen Elementen und auch hier oben dasselbe. Unter dem Brettchen hier versteckt sich die ganze Bedieneinheit. Wir haben einmal ganz links eine Doppel-USB-Steckdose, kann man wunderbar über der Tür das Handy laden. Und daneben sitzt das Bedienfeld für die alte Warmwasserheizung. Die alte Warmwasserheizung gehört auf jeden Fall in so ein Luxusfahrzeug wie den Integra eingebaut. Das sind nämlich Heizkörper, die im Fahrzeug verlegt sind und indirekt die Luft erwärmen. Und dadurch kriegt man eben sehr angenehme Strahlungswärme im Gegensatz zu der normalen Truma-Luftgebläseheizung, die sonst verbaut ist, die eben einfach nur warme Pusteluft macht. Außerdem schön bei der alte Warmwasserheizung ist, dass man die immer über Gas oder über Strom betreiben kann. Heißt, wenn man im Winter irgendwo auf einem Stellplatz steht, kann man sich ganz komfortabel dort an Strom anklinken und muss nicht dauernd sich Sorgen um seine Gasreserven machen. Außerdem sehr schön bei der alte Warmwasserheizung ist, dass es die Option für eine Fußbodenheizung im Pfarrerhaus gibt. Und zwar ist im Pfarrerhaus der einzige Bereich, wo wir keinen doppelten Boden haben. Da wird es tendenziell von unten kalt. Also gibt es eine Heizmatte, die wird an den Allde-Heizkreislauf angeschlossen und da zirkuliert dann eben einfach die Heizflüssigkeit mit durch und es wird von unten richtig schön mollig warm. Neben dem Bedienpanel für die Heizung sitzt das Bedienpanel fürs Fahrzeug, wo man auch Füllstände von Wasser und Batterie kontrollieren kann. Und diese ganzen Schalter hier sind einmal elektrische Schalter fürs Hubbett zum Hoch- und Runterfahren, fürs Plissee zum Hoch- und Runterfahren. Und über den Schalter kommt man direkt in die Privacy-Stellung vom Plissee und muss nicht den Knopf die ganze Zeit gedrückt halten. Und dann gibt es auch noch hier die Fernanzeige für die Duo Control, was übrigens serienmäßig beim Integra ist. Wir haben also zwei Gasflaschen, die automatisch umschalten, falls eine leer ist und auch einen Crash-Sensor haben, bedeutet, Sie dürfen das Gas während der Fahrt offen lassen. Ja, hinter dieser schönen Türe hier versteckt sich das Badezimmer. Wir haben also quasi ein Zwei-Zimmer-Apartment in dem Wohnmobil hier mit einem schönen Raumbad. Auf der Campingseite haben wir eine richtig schön große Dusche. Toll beleuchtet mit Schilfsgras-Intarsien in der Integra-Optik und auch einem Heizkörper der Alde Warmwasserheizung. Heißt, man hat nicht nur warmes Wasser, sondern auch wirklich schöne Strahlungswärme im Rückenbereich. Auf der Fahrerseite haben wir den Toilettenbereich. Auch hier wieder wirklich viel Wert auf schöne Optik gelegt mit den Schieferoberflächen und dem schön freigestellten Waschbecken, was auch gleichzeitig richtig groß ist. Die Toilette sitzt auf so einem Sockel, weil sich da drunter der Radkasten versteckt. Gut für große Menschen, für kleine Menschen vielleicht nicht ganz optimal, aber
In dem unteren Sockel versteckt sich auch noch ein kleines Staufach, also ist der Platz zumindest genutzt. Wenn man auf Toilette geht und da mehr Raum möchte, kann man auch einfach statt der Tür hier, die ja auf zwei Seiten anschlägt, sowohl hier als auch hier, einfach den Vorhang hier zuziehen. Im Heck von Integra 760 gibt es zwei Varianten. Wir sind jetzt bei den Einzelbetten, es gibt auch noch Queensbetten. Die Einzelbetten sind richtig schön groß und komfortabel. Es gibt eine längere Seite, das ist die hier mit 2 Metern, und eine kürzere Seite, das ist die hier mit 1,95 Meter. Die kann man auch fast komplett verbinden. Bis hier, dann gibt es ein Ergänzungspolster, das liegt jetzt gerade in der Garage. Wenn man die Betten verbunden hat, dann muss man aber mit der Leiter hoch, weil man ja nicht mehr über die Treppen da unten gehen kann. Auch die Matratzen an sich sind richtig komfortabel. Wir haben 7 Zonen Kaltschaummatratzen und beim Integra einen besonderen Bezug, der nämlich einen Reißverschluss nur hier oben lang hat. Heißt, man kann nur die Oberseite der Matratze abziehen, mal waschen und muss nicht die ganze Matratze auspacken. Weitere Integra-Besonderheit. Auch besonders beim Integra ist das ganze Betthaupt. Wir haben das hier komplett mit so einer schönen abgesteckten Stoffverblendung überdeckt und auch schön indirekte Beleuchtung. Und die indirekte Beleuchtung spiegelt sich auch nochmal da oben wieder. Auch hier haben wir wieder eine zweite abgehangene Decke und einfach auch ein super Staufach, wo Doppel-USB und 220 Volt Steckdose sitzt und auch alle Lichtschalter mit am Bett. Hier drunter ist einfach nochmal Stauraum. Zieht sich auch an der Seite lang. Auch das Besonderheit Integra, Schränke über Eck gebaut. Bei den Integra-Line, bei der normalen voll integrierten Baureihe, haben wir nur Schränke an der Hinterseite, nicht an den Seiten. Auch der Platz für den zweiten Fernseher ist hier schon vorgesehen. Und zwar kann man im Luminari-Paket dazu bestellen den zweiten Halter. Der wird auf der Campingseite am Bettfuß montiert. Da sitzt auch schon serienmäßig eine Sattsteckdose vorbereitet. Auf der Fahrerseite haben wir am Bettfuß einfach nochmal Kleiderschrank. Die zweite Ebene hier unten kann man rausnehmen, heißt, man kann auf zwei Ebenen auch hängen. Noch mehr Stauraum haben wir unter den Betten. Die stellen sich ganz komfortabel auf über Gasdruckdämpfer. Wir haben hier einen Schrank, wo man einfach Sachen reinlegen kann. Man kommt aber auch über das Türchen hier dran. Auf der anderen Seite genau das Gleiche. Hier aber dann ein Schrank zum Hängen. Auch hier wieder Tür, wenn man das Bett nicht aufstellen möchte. Und man kann natürlich auch direkt in die Garage greifen und einmal sich die Weinflasche aus der Kiste holen, ohne draußen durch den Regen zu laufen. Der Integra 760 QF hat hinten im Heck ein Queensbett mit 1,50 Meter Breite und 1,95 Meter Länge. Das Bett ist höhenverstellbar, zum Beispiel kann man es ganz nach oben kurbeln, wenn unten Fahrräder eingeladen werden sollen, auf eine Zwischenstellung, ganz beliebig, oder ganz tief stellen, damit man eben von innen bequem ins Bett einsteigen kann. Links und rechts neben dem Queensbett gibt es jeweils zwei kleine Kleiderschränkchen und auch unter den Treppen zum Bett versteckt sich noch Stauraum. Den Fußbereich vom Bett kann man hochklappen und da ist ein schön großes Wäschefach drunter. Qualitätsmerkmal von Eura ist, dass Eura nur mit doppeltem Boden baut. Und zwar sieht man das hier ganz schön. Das bringt natürlich zum einen Stauraum. Normalerweise geht der doppelte Boden nur bis zu dieser Kante, das sind 19,5 cm. In dem Fach hier kann man aber noch eine Erweiterung einbauen, also da gibt es noch mal mehr Stauraum. Auch das wieder was, das hat nur die Luxusbaureihe, der Integra bei Eura, dass wir da noch mal mehr Stauraum aus dem doppelten Boden rauskriegen. Stauraum ist also der eine Punkt vom doppelten Boden. Hauptvorteil ist aber Winterfestigkeit, weil wir eben doppelt isoliert sind, genau um dieses Stückchen. Der Doppelboden wird indirekt mit beheizt, weil da die Heizungsrohre laufen. Es ist also fußwarm von unten. Und dritter Vorteil vom Doppelboden ist, dass es eben alles ebenerdig ist und dass wir keine Stufen im Fahrzeug haben. Wir starten unseren Außenrundgang natürlich vorne mit der markanten Front von dem Vollintegrierten. Und zwar hat der Integra von Eura ein richtig schönes lachendes Gesicht durch die Scheinwerfer und auch den Kühlergrill. Dieses Auto hier hat jetzt das Designpaket mit verbaut. Designpaket heißt eben verchromter Kühlergrill. Sieht natürlich schick aus. Und auch mit dabei sind LED-Scheinwerfer.
Ein ganz wichtiger Sicherheitsaspekt bei Vollintegrierten ist der Blickwinkel vom Fahrer auf die Straße. Eurer hat den zweitbesten Blickwinkel am Markt, aber ganz wichtig ist, dass Eurer eben nicht in die Originalteile hier vorne von Fiat eingreift. Es bleibt alles so, wie es von Fiat kommt. Und dann haben wir knappe 3 Meter. 1, 2, ungefähr hier könnte jetzt der Fahrer meine Fußspitzen sehen. Auch ein Teil des Designpakets ist die Außenbeklebung in Carbonoptik, die auch wirklich haptisch ist. Schaut super schick aus. Serie beim Integra ist auch, dass wir auf beiden Seiten der Face-to-Face-Sitzgruppe Fenster haben. Heißt, beide dritter und vierter Mitfahrer hat auch immer ein schönes Fenster zum Rausschauen. Alle Fenster bei Eurer sind auch immer serienmäßig Seitz-Rahmenfenster. Heißt, die sind außenbündig in die Außenhaut eingelassen, dichten einfach deutlich besser gegen Fahrtwind ab. Ein weiteres Markenzeichen von Eurer ist, dass wir Voll-GFK-Fahrzeuge bauen. GFK ist das Material, aus dem eben Dach, Wände, Unter- und Oberboden sind und bedeutet glasfaserverstärkter Kunststoff und hat viele Vorteile. Wesentlich vor allen Dingen, dass es hagelsicher ist, dass es ein leichtes Material ist und dass man es sehr leicht oder sehr gut verkleben kann und nicht verschrauben muss. Heißt, wir haben Flächenbelastungen, das ganze Auto ist steif, kann sich nicht so arg verwinden und das Ganze zusammen führt dazu, dass Eurer 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie auf die Fahrzeuge gibt. Ein super praktisches Staufach haben wir gleich hier neben der Tür, kann man wunderbar dreckige Schuhe und so weiter verstauen. Und da sieht man auch nochmal ein richtiges Highlight vom Integra, das haben wir uns jetzt bis zum Schluss vom Video aufgehoben. Und zwar hat der Integra serienmäßig ein Alco-Tiefrahmen-Chassis. Alco ist das beste Chassis, auf dem Wohnmobil mitgebaut werden kann, liegt tiefer, bietet dadurch einfach deutlich höheren Fahrkomfort und hat auch, Thema Fahrkomfort, statt Blattfedern wie das Fiat-Chassis Drehstabfedern. Durch das tiefer gelegte Alco-Chassis bekommen wir also auch einen tieferen doppelten Boden. Der hat jetzt hier 19,5 cm, bietet einfach nochmal mehr Stauraum und sorgt dann auch dafür, dass der Abwassertank komplett in den doppelten Boden reinpasst, heißt komplett im beheizten Bereich ist und im Winter nicht einfrieren kann. Beim Integra 760 kann man sich aussuchen, ob man ihn als Einachser, serienmäßig wird er so ausgeliefert, haben möchte. Dann hat er 4,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht oder als Doppelachser, was eben nochmal höheren Fahrkomfort bietet und auch mehr Zuladung. Dann hat er 5,5 Tonnen. Hier bei dem Ausstellungsfahrzeug mit Einzelbetten hinten haben wir eine richtig schön große Garage. Durchgehend gleiche Höhe, kann man wunderbar E-Bikes einladen. Es gibt ja auch die Queensbed-Variante mit dem höhenverstellbaren Queensbed, was man dann hochfahren kann, um Räder einzuladen. Hinter dem Gitter versteckt sich die ganze Elektrik und auch der Schaltkasten. Das ist hier einfach alles super übersichtlich und sauber untergebracht. Auf der Fahrerseite sitzen die ganzen Fähr- und Entsorgungsklappen. Wir haben hier einmal Strom, dann haben wir die Kassettentoilette, ganz normal, nichts Besonderes. Übrigens serienmäßig immer ein Toilettenfenster beim Integra. Hier kommt der Gaskasten, Platz für 2 x 11 Kilo nebeneinander und auch schön tief. Und man muss nicht umstecken wegen der serienmäßigen Duo-Kontrolle. Frischwasser mit 140 Liter. Und hier unten kommt dann alles rund um Thema Wasser und Wasserpumpe. Schön übersichtlich, alles in einem Fach. Haben wir hier einmal die Wasserpumpe, Eurer verbaut Druckwasserpumpen, heißt, wir haben einen richtig schön satten Wasserstrahl. Hier sitzt der Wasserfilter, den sollte man einfach regelmäßig mal reinigen und wenn man das Fahrzeug im Winter länger stehen lässt, auch rausnehmen, weil der sonst auffriert, das bleibt oft stehen dort. Dann haben wir hier Ablassventile für Kalt- und Warmwasserleitung, auch das ganz wichtig, wenn man das Fahrzeug im Winter stehen lässt, dass man die aufmacht, dass das ganze Wasser aus den Leitungen kommt. Abwasser- und Frischwasserentleerung. Ja, und hoffentlich haben wir jetzt Ihr Interesse geweckt und wenn dem so ist, dann rufen Sie uns doch einfach an und vereinbaren einen Termin. Sie finden uns 15 Minuten weg vom Stuttgarter Stadion, direkt an der Bundesstraße 29 zwischen Fellbach und Schaundorf. Mimobile verkauft Ihnen aber nicht nur Ihr neues Reisemobil, sondern als Familienunternehmen haben wir auch eine Vermietung und eine Fachwerkstatt. Und wir werfen jetzt zuerst mal einen Blick in die Vermietung zur Mama. Wir haben über 50 Fahrzeuge in der Vermietung, jedes Jahr neue Modelle mit den unterschiedlichsten Grundrissen. Die Chancen sind also sehr gut, dass Sie Ihr Wunschfahrzeug, für das Sie sich zum Kauf interessieren, bei uns zuerst mal mieten können. Die Fahrzeuge sind alle Werkstatt- und Kundendienst gewartet. Okay.
Wenn Sie bei Mimmobil ein Wohnmobil kaufen, dann sehen wir uns in Zukunft regelmäßig. Denn einmal im Jahr ist die Dichtigkeitsprüfung fällig. Aber wir machen nicht nur das, wir individualisieren Ihr Fahrzeug auch nach Ihren Wünschen.